Hi, welcome back bei Max unterwegs. Heute aus dem wunderschönen Südtirol. Es regnet zwar, aber trotzdem wunderschön. Und ja, ich bin in der Nähe von Meran. Hier gibt es ganz besondere Gärten. Und das sind nicht die Gärten von Trautmannsdorf. Nein, hier gibt es noch den Grenzelhof. Und hier gibt es ganz besondere mystische Gärten. Wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß dabei. Chill your life. Max unterwegs. Your life. Der Grenzelhof ist ein Weingut mit angeschlossenem Kunstgarten, der vorbei an der Weinprobe betreten werden kann. 10 Euro kostet ein Aufenthalt und mit der Rittenkarte ist der Eintritt sogar kostenfrei. Insgesamt 7 Gärten laden zum Innehalten ein. Entlang der Wege, die sich durch Bäume, Sträucher und kleine Wasserstraßen schlängeln, entdeckt man immer neue, magische Orte, die in ihrer Einfachheit und Stille verzaubern. Hier gilt der Zinssatz: Natur mit Mensch, menschliche Natur. Vorbei am Aussichtspavillon geht es an einer meiner persönlichen Lieblingsplätze, der Schaukel unter dem Baum. Ich mache mich auf, die weiteren Gärten und die darin befindende Kunst zu entdecken. Kunst ist für mich Ausdruck von Inspiration. Sie berührt mich in einer Tiefe, die jenseits von dem liegt, was beweisbar ist und doch alles beinhaltet. Und an dieser Stelle denke ich mir, da hat Franz von Pfeil auf jeden Fall recht. Das Spektrum der ausgewählten Werke ist breit gefächert und reicht von figurativ bis abstrakt. Innovative zeitgenössische Materialien wie Metalle, Draht, Glas, Keramik und Kunststoffe wechseln sich mit traditionellen Materialien wie Stein, Holz und Bronze ab. Dabei steht die Platzierung der Skulpturen im Mittelpunkt und macht die Gärten so einzigartig. Von weitem bereits sichtbar und das Wahrzeichen der Gärten ist die große Fahnenstange, die die Besucher von Anfang an in ihren Bann zieht. Selbst die Namen der unterschiedlichen Gärten versprechen bereits ein emotionales Erlebnis für alle Sinne. So gibt es den Garten des Vertrauens, Garten der Emotionen, des Mutes, des Herzens und der Liebe, des Ausdrucks, Garten der Intuition und den Garten des Bewusstseins. Nicht zu vergessen das Labyrinth mit seinem vielschichtigen Wegesystem. Das Labyrinth ist richtig, richtig groß. Man muss von links nach rechts einmal durchgehen und die goldene Mitte finden. Und hier ist sie, so sieht sie aus. Bei den drei Zypressen. Ja, wirklich nett gemacht. Und jetzt
muss ich nur noch rausfinden. Ich habe leider nicht gestoppt, wie viele Schritte ich hier durchgelaufen bin, aber es ist eine Menge an Schritten. Und ja, ich bin wieder draußen. In den Gärten des Grenzelhofes sollte man sich Zeit nehmen. Zeit zum Durchatmen, Entdecken und Loslassen. Eine besondere Freude ist es, wenn man in den entlegenen Teilen des Gartens versteckte Werke entdeckt. Das sind echte Wunderland-Momente. Ich war vom Grenzelhof positiv überrascht. Die 7 Gärten bieten eine gelungene Abwechslung vom stressigen Alltag oder einem aufregenden Urlaubsprogramm. Zum Schluss kann dort auch das Restaurant oder die Weinprobe besucht werden. Das war jetzt mein Besuch hier auf dem Grenzelhof. Der kleine Pedant zu den Gärten von Trautmannsdorf. Lohnt sich auf jeden Fall. Klein, mystisch, romantisch. Einen guten Wein zum Abschluss. Und ja, hier kann man sich's einfach gut gehen lassen. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, du schaltest nächstes Mal wieder ein bei einem neuen Video von Max unterwegs. Bis dahin, mach's gut, tschüss und bleib gesund.